Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine, la... Heute ist der 24. April 1945. Mein Name ist Hella Goldstein. Ich erzähle mein Überlebung, was ich überleben habe in der Lage Birkenwald. Ich bin angekommen hier unter schrecklichen Bedingungen. Wir waren 1500 in einem Zimmer. Sehr schmutzig und sehr gedrängt haben wir sich. Und ohne Essen, ohne Wasser und überhaupt, das war kein Leben für uns. Wir haben gedacht, dass wir schon das überleben nicht mehr. Und 5 Minuten, bevor unsere Kameraden, die Engländer, hineingekommen in unser Lager sind, haben die deutschen Verbrecher uns gewollt herübernehmen zu den Typhuskranken, und die haben uns ausgezogen, ganz nackt, und alles weggenommen. Und dort wurden die uns überlassen. Und das, was ich zu erzählen habe, das war die letzte, was ich überlebt habe. Danke. Buchenwald, gehalten am 19. April 1945 nach der Befreiung des Konzentrationslagers. Kameraden, wir Buchenwalder Antifaschisten sind heute angetreten zu Ehren der in Buchenwald und seinen Außenkommandos von der Nazi-Bestie und den Helfershelfern ermordeten 51.000 Gefangenen. 51.000 erschossen, gehängt, zertrampelt, erschlagen, erstickt, ersäuft, verhungert, vergiftet, abgeschmissen. 51.000 Väter, Brüder, Söhne starben einen qualvollen Tod, weil sie Kämpfer gegen das faschistische Mordregime waren. 51.000 Mütter und Frauen und hunderttausende Kinder klagen an. Wir Lebendgebliebenen, wir Zeugen der narzisstischen Bestialität, sahen in ohnmächtiger Wut unsere Kameraden fallen. Wenn uns eins am Leben hielt, dann war es der Gedanke, es kommt der Tag der Rache. Heute sind wir frei. Wir danken den verbündeten Armeen der Amerikaner, Engländer, Sowjets und allen Freiheitsarmeen, die uns und der gesamten Welt den Frieden und das Leben erkämpfen. Wir gedenken an dieser Stelle des großen Freundes der Antifaschisten aller Länder, eines Organisatoren und Initiatoren des Kampfes um eine neue, demokratische, friedliche Welt, Franklin D. Roosevelt. Ehre seinem Angedenken. Wir Buchenwalder, Russen, Franzosen, Polen, Tschechen, Slowaken und Deutsche, Spanier, Italiener und Österreicher, Belgier und Holländer, Engländer, Luxemburger, Rumänen, Jugoslawen und Ungarn kämpften gemeinsam gegen die SS, gegen die narzisstischen Verbrecher und für unsere eigene Befreiung. Uns beseelte eine Idee: Unsere Sache ist gerecht, der Sieg muss unser sein. Wir führten in vielen Sprachen den gleichen harten, erbarmungslosen, opferreichen Kampf. Dieser Kampf ist noch nicht zu Ende. Noch wie in Hitlerfahren. Noch leben die Mörder unserer Kameraden. Noch laufen unsere sadistischen Peiniger frei herum.
Wir schwören deshalb vor aller Welt auf diesem Appellplatz an dieser Stätte des faschistischen Grauens. Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen friedlichen, einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen, schuldig. Zum Zeichen eurer Bereitschaft für diesen Kampf erhebt die Hand zum Schwur und sprecht mir nach. Wir schwören. Gehalten in Buchenwald-Weimar, den 19. April 1945. Small.